So, und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einer neuen Demo-Version Netztest Flying Gnecco und Delivering. Steam Next Fest nimmt seinen Fluss. Ja. Ich glaube, nach diesem Netztest brauche ich erstmal eine kleine Pause. Es ist brutal heiß. Das Alien jetzt hier draußen. Okay, dann würde ich mal sagen, starten wir das Spiel und schauen mal rein, was uns Flying Gnecco Delivery so zu bieten hat. Spielstart 1. Auf geht's. Ein Brief. Dear Onigiri, as you should already know, it is the Muju Witching Academy final exam season. Below is your assigned exam time. Feel free to try and learn and practice your skills up to and while taking the back test. We don't doubt you will be successful, but it's your last chance to make something of yourself. Don't mess it up. Student name Giri Daydam. Oha. Oha, oha. Interessant. Genderpronomen eingeführt. Nicht schlecht. Spezies finden. Test Location right here. Test Time right now. Okay, wir machen unser Abschlusstest als Envy-Katze. Im Zaubereiabschluss. Okay. Fly. Zuerst mal fliegen üben. Wir versinken gleich im Ozean. Ja, das mit dem Fliegen ist noch ein bisschen, ich fliege gerade mehr im Kreis, als dass ich irgendwie ja, da muss ich hinfliegen zu dem Punkt. Da fliege ich gerade exakt in die falsche Richtung. Die Störung ist gerade noch ein bisschen seltsam. Nicht ganz wie ich das steuere. Ich fliege gerade nur in eine Richtung. Jetzt fliege ich nach oben. Also die Steuerung ist gerade noch ein bisschen schwammig für mich. Ja, genau hier in die Richtung wäre mal nicht schlecht. Und wie dreht er sich die ganze Zeit? Sorry. Dreht sich die ganze Zeit. Hier hoch. Irgendwie auch nicht. Ja, die Pfeile machen vielleicht zeigen an, wie wir über hinfliegen. Bin mir da auch nicht so sicher. Okay, ich bin jetzt. Ah, okay, ich bin jetzt halbwegs in der richtigen Richtung. So, hier ist das Spot, wo wir hin müssen. Jetzt bleibst du stehen. Okay. Ist ein bisschen weird. Wahrscheinlich daran, dass ich mit dem Tastatur spiele. Das ist ein bisschen. Ich habe jetzt noch relativ wenig Kontrolle hierüber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas mache oder ich drücke Tasten, aber so richtig. Ja. Ich trudel irgendwie ein bisschen. Das müsste ja voraus sein, das müsste ja hier. Da müssten wir hier gleich mehr oder weniger am Ziel antrudeln.
Also mit Maus und Tastatur ist das hier wirklich arg. Die Kamera ist auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde gern nicht auf die Katze gucken, sondern auf das Ziel, wo ich hin soll. Und das ist so ein bisschen arg. Okay, ja, jetzt sind wir wieder, fliegen wir zu einem ganz anderen Dorf. Holy shit. Ich habe nicht wirklich einen Plan davon, was ich gerade mache. Also, das sieht zwar sehr hübsch aus, mehr oder weniger, aber ich mache auch irgendwas, aber okay. Fühlt sich selten so an, als würde ich steuern. Das fühlt sich mehr als eine. Könnte auch ein random Computer sein, der mich jetzt hier steuert. Hier eigentlich nur zu. Nur random Befehle ausführt. Jetzt steuere ich hier ansatzweise in die Richtung. Können wir jetzt runtergehen irgendwie oder? Und check to the Big Bang Points. Okay, hier müssen wir ran und dann Space. Okay, Tests down. Wir haben ein paar Keys bekommen. S und W. Okay. Und da muss es hingebracht werden ins Dorf. Okay, ja, hier landen. Space. Ja, langsam habe ich so ein halbwegs den Blick raus. Aber auch irgendwie nicht. Das ist hier noch ein bisschen. Hoppla. Sieht aus, als würde eine Menge Hoppla nötig sein. Das hier hinzubekommen. Ah ja. Okay, mit Geld kann ich jetzt hier Sachen kaufen im Shop. Grüner Tee und Bounty Tee. Autostock. Escape kann ich jetzt Tee trinken. Die Eating, okay, increase your speed, oh bitte nicht. So, noch Flächen da fliegen. Da drüben gibt's noch. Ach, das sind die Pakete, die Geschenke, die wir ausliefern müssen. Das ganze Mal bis halbwegs drauf. Pick up the will delivery. Ja, die Steuerung könnte noch, es ist für Tastatur ein bisschen. Könnte noch ein bisschen eleganter. Vielleicht bin ich auch zu blöd, das kann durchaus sein. Das zu verstehen, aber das ist halt wirklich doof. Für solche Idioten wie mich muss da noch ein bisschen. Da muss das irgendwie vereinfacht werden. Weil das jetzt wirklich stundenlang zu spielen, das ist da jetzt mehr als eine kleine Demo. Also ich fühle mich jetzt hier schon, ich hab durch das ganze Rumtrudeln, es ist, ja, hab halt das starke Verlangen hier abzubrechen. Nicht mehr weiter zu spielen. Ist schon eine starke Nummer. Okay, darunter will ich. Muss man auch was mehr hinkriegen zu landen. No more items. Ob wir jetzt trudeln wollen und den Busch rein.
Berry drink and see this action. Haben wir ja gemacht. Pants. Okay. Weiß nicht, ob ich darauf jetzt noch Bock habe, so sonderlich. Mir dreht sich inzwischen alles. Ich hoffe, euch geht's nicht genauso. Das ist eine Aufnahme zu gucken, das ist ein bisschen angenehmer. Hier mal bremsen, hier runter. Da sehe ich doch Pflanzen. Maybe. Bremsen. Auf dem Boden. Stecken wir hier. Ja, wo ist die Kamera? Ja, wir waren noch schon dicht dran. Einer. Das ist ein weiterer. Jetzt ist das Zocken, stopp. Sehr schön. Gott. Fetch the portal und enter in the big world. Okay. Noch größere und buntere Welt. Da müsste ich mal hoch. Die Textbox ist auch nicht gerade elegant. Steht hier auch manchmal im Weg. Das Portal dort anfliegen. Dauert auch noch eine Stunde, bis wir das mal geschafft haben. Congratulations, you ready to start your apprenticeship. Fetch the portal to enter the big school world. Ja, ja. Das war mein Vorhaben. Na, genug dran? Nein, noch nicht. Ja. Ich sehe den Ansatz des Spiels, das ist schon. Ja, hübsch, aber hübsch und toll. Mit einer besseren Steuerung würde ich es lieben. Aber ja, nein. Es ist. Die Steuerung verzerrt hier wirklich ziemlich viel. Versaut das Spielerleben ist extrem. Weißt du, ob das mit dem Controller besser ginge? Bestimmt, vielleicht. Aber naja, es ist. Das ist natürlich wirklich klobig. So, jetzt hier hoch. Ein bisschen runter. Okay, haben wir abgeschlossen, glaube ich. So, jetzt ist jetzt Neustart. Warte mal. Oh! Das ist der Great Yule Cottage. Open your Decorate Menu. Ja, meine Truhe. Können wir platzieren. Eigentlich eher nicht hier, sondern. Okay. Wo es sein muss. Okay, wir steuern hier mit der. Achso, mit dem Pfeiltasten können wir auch steuern. Basic Desk. Und rufen.
Ja, hier, durchplatziert. Okay. Dann können wir Study Spells. Den Ofen müssen wir natürlich auch noch machen. Und dann hier raus. Ah ja, auch die Störung ist hier ein bisschen. Uff. In die Ecke des Raums. Okay. Okay, da haben wir nicht die Materialien dazu. Sie ist verlassen. Noch Charm Crafting. Okay, ist nicht wirklich 10 Minuten, nicht wirklich eine Stunde. In dem Stunde. Komplett. Spellgear Home. Ich habe nicht genug Monde. Okay. Kann man nichts tun. Stove und Storage. Ich hab keinen Stove. Okay. Sehr schön. Kann ich das Haus verlassen? Nö, bin gefangen. Kleine Katze. Joa, das verspricht dir Spaß zu werden. Ich würde aber mal sagen, wie komme ich denn, wie kann ich das Spiel hier verlassen? Gar nicht. Mit Weltkarte, Lüll auf. Ja gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ja, das hat Potenzial, denke ich. Da sehe ich Potenzial drin, wo man die Spielsteuerung noch ein bisschen verfeinert. Verbessert. Es ist, ja. Ansonsten. Kann man machen. Wenn euch nach oben so ziemlich gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ja, habt noch einen tollen Tag. Haut rein. Ciao.